Alle 2 bis 3 Minuten brennt es in einer deutschen Wohnung. Zumindest statistisch gesehen. Nur selten steht das ganze Haus in Flammen. Häufiger sind es nur einzelne Räume oder Gegenstände. Meistens kann rasch gelöscht werden. Oder das Feuer geht sogar von alleine aus. Die Feuerwehr wird nur zu jedem 4. Brand gerufen. Auch kleine Brände können gefährlich sein, durch den Rauch. Bereits ein verkokelndes T-Shirt reicht, um eine ganze Wohnung zu verqualmen. Die meisten Menschen sterben nicht direkt durch das Feuer, sondern durch giftige Gase im Rauch. Die Zahl der Brandtoten in deutschen Wohnungen ist im internationalen Vergleich eher niedrig und geht sogar seit Jahren zurück. Aktuell liegt sie bei rund 280 im Jahr. Auffällig dabei, es sterben überdurchschnittlich viele alte Menschen. Mehr als die Hälfte der Opfer ist älter als 65. Ihr Problem? Sie sind oft weniger mobil und können sich schlechter in Sicherheit bringen. Die Verteilung der Brände über den Tag zeigt ein charakteristisches Muster. Am Morgen brennt es in Wohnungen kaum. Dann wird es häufiger und erreicht zwischen 18 und 19 Uhr ein Maximum. Gestorben wird jedoch ziemlich gleichmäßig über den Tag verteilt. Das bedeutet, im Verhältnis zu der Zahl der Brände ist die Wahrscheinlichkeit, nachts im Schlaf zu sterben, fast 4-mal so groß wie am Tag. Und was sind die häufigsten Ursachen für einen Wohnungsbrand? Auf Platz 3 offenes Feuer, zum Beispiel die Kerzen am Weihnachtsbaum. Auf Platz 2 menschliches Fehlverhalten. Dazu gehört die Zigarette im Bett oder auch der vergessene Herd. Unangefochten auf Platz 1 elektrische Geräte. Schuld daran sind häufig Gewitter. Wenn in der Nähe ein Blitz einschlägt, entsteht eine Überspannung, die ein Gerät in Brand setzen kann. Elektrische Bauteile können auch spontan durchbrennen. Dabei gilt, je mehr Leistung ein Gerät hat, umso größer die Gefahr. Ein Beispiel, der Wäschetrockner. Es sollte daher immer jemand im Haus sein, wenn der Trockner läuft. Ein zunehmendes Brandrisiko sind Lithium-Ionen-Akkus. Sie sind wegen ihrer hohen Energiedichte beliebt. Eine kleine Beschädigung am Akku oder ein falsches Laden reichen aus. Und schon steht der Energiespeicher in Flammen. Brandort Nummer 1 ist die Küche. Hier gibt es jede Menge elektrische Geräte mit viel Leistung. Den Kühlschrank, die Mikrowelle und natürlich den Herd. Er ist für jeden zweiten Küchenbrand verantwortlich. Jedoch nicht etwa, weil er beim Kochen angelassen wird. Der Herd wird häufig als Ablagefläche missbraucht und dann unbeabsichtigt angestellt. Wie oft Haustiere schuld sind, ist statistisch nicht erfasst. Wenn ihr dieses Video interessant fandet, dann verspreche ich euch, gibt es noch viel mehr interessante Videos auf diesem Kanal. Deswegen kann ich nur eins empfehlen, hier oben abonnieren. Beziehungsweise ich kann noch was empfehlen, nämlich diese beiden Videos. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Schreibt in die Kommentare, welche Themen ihr gerne hören würdet. Bis bald.